Storytime. Wie ich aus dem Heim rausgeschmissen wurde. Als ich 16 war, habe ich in einem Kinder- und Jugendheim gewohnt. In diesem Heim lief einfach so vieles falsch. Zum Beispiel haben wir nur 15 Euro bekommen, um uns die ganze Woche selber zu ernähren. Weil das vorne und hinten nicht gereicht hat, hatten wir meistens am Freitag kein Geld mehr für Essen. Mussten irgendwie improvisieren. Wir konnten nur mega selten unsere Wäsche waschen, weil die Betreuer zu faul waren, um uns den Waschraum aufzuschließen. Die Leiterin des Heims hat die Kinder und Jugendlichen immer schikaniert. Zum Beispiel hat sie sich lustig gemacht über das selbstverletzende Verhalten von einem Mädchen. Dann gab es noch ein Punktesystem. Für jeden Fehler hast du Punkteabzug bekommen. Je mehr Punkteabzug, desto weniger Freiheiten hattest du. Musstest früher nach Hause oder durftest am Wochenende nicht raus. Man konnte sich aber keine Punkte erarbeiten, also keine Pluspunkte machen. In einer Gruppensitzung habe ich dann gesagt, dass ich das System ungerecht finde. Daraufhin hat mein Betreuer mich überredet, zum obersten Leiter des Vereins zu gehen und mich über die Heimleiterin zu beschweren. Das habe ich dann auch gemacht. Was ich nicht wusste, ist, dass im Falle ihrer Kündigung er ihren Platz eingenommen hätte und Heimleiter geworden wäre. Auch am selben Tag wurde ich unter der Begründung rausgeschmissen, ich würde Unruhe stiften. Ich wusste nicht, wo ich übernachten sollte.